Die Ghost Ladies waren diesmal in einer religiösen, katholischen Parklandschaft. Diese wunderschönen alten Gärten wurden in 5 Abschnitte unterteilt und sind mit vielen kleinen Kapellen, Grotten, Bildstöcken und Kreuzwegen versehen. Sie zeigen eine Bilderlandschaftsbibel, die um 1845 erbaut wurde. Die zahlreichen Grotten und Bildstöcke wurden mit den unterschiedlichsten Materialien versehen, darunter Lavastein, Muscheln, Bergkristall und Quarz. Aber auch sehr ungewöhnliche Baustoffe wie Hochofenschlacke oder Murmeln aus Ton wurden verwendet. Die 4 Ladies haben sich für diese Untersuchung 2 Gärten rausgesucht und fingen im Antoniusgarten mit der ersten paranormalen Untersuchung an. Es zog sie aber von Anfang an in einen anderen Abschnitt dieser Parklandschaft, und zwar in den Erlösergarten, der das Thema Erlösung von den Bösen hat. Eine alte Kapelle soll das Herzstück dieses Gartens sein und ist an der Fassade mit 2 Bäumen des Paradieses geschmückt. Anstatt der Äpfel, die der Baum tragen sollte, ist der Baum des Lebens mit Engelsköpfen versehen und der Baum der Erkenntnis mit Totenköpfen verziert. Ein absolut mystischer und geschichtsträchtiger Ort, für den sich Kerstin, Linda, Nadine und Steffi entschieden hatten. Ob dieser eine Garten der richtige sein sollte? Das wird sich zeigen. Als wir auf unserer Location angekommen sind, haben wir uns erstmal auf der Karte angeschaut, wo wir gerne eine PU machen wollen würden. Und ja, was soll ich sagen, auf dem Weg dorthin hatten wir schon unseren ersten Erschreckerchen. Aber wir haben auch einen kleinen Nachtsrumtreiber gesehen. Gerade null Orientierung, wo kommen die Autos? Ja. Oben. Ich war jetzt auch die ganze Zeit am Überlegen. Das Geile ist ja ein bisschen, dass hier Nummern dran stehen. Ja. Weißt du? Und auf dem Lageplan halt auch. Ja, da ist die 7. Dann laufen wir jetzt einfach mal die Zentren vorbei. Tschüss. Achso, ich dachte, du bist dran. Achso, nee. Ich wollte mal wissen, wie weit es runtergeht. Dann muss das die 8 sein und nicht die 2. Ja, stimmt. Nur mich. Das wird ja wohl keine Kapelle sein. Oh ja. Oh, ja. Die heiligen Stätten der Gottesmutter Maria. Danke mal. Seid mal bitte leise. Hier ist gerade irgendwas Größeres lang. Ich hab's auch gehört. Guck mal, das sieht interessant aus. Blitzeres, ne? Was ist das? Da kommen da Löcher in die Steine. Hier ist der Mammutbaum, der früher gepflanzt wurde, selbst das Ding, das gibt. Wurde der hier gepflanzt? Gelesen. Das könnte eine Kapelle sein, oder? Ach, du folgst mir auch ganz oft mit der Taschenlampe. Ja, echt? Hey, ich denke mir so, wann ist die kleine Taschenlampe aber hell?
habe keine Ahnung, warum ich mich hier hinkomme. Wie fühlt ihr euch? Gut. Neugierig. Mhm. Linda, wenn ich dich zu sehr... Hast du das auch gehört? Ja. Leuchte mal runter, bitte. Das hört sich an, als hätte jemand gemacht. Hey. Was? Wie so ein Hey. Ich habe das Gefühl, wir sind nicht alleine. Also ich fühle mich jetzt nicht schlecht, aber... Die Schwimmung ist gesehen, halt auf dem Bett. Ja, neue Kapelle finden. Da drüben sind wir gerade mal. Ja. Erinnert mich jemand, dass ich gleich die Schnalle zumache? So, jetzt stopp. Oh mein Gott. Ich hab mich erschrocken. Hör doch mal auf. Mann, Alter, also ich hab mich selber erschrocken. Ich hab gar nicht gesehen, wenn du nicht drauf geleuchtet hast. Oh, hab ich mich erschrocken. Entschuldigung. Der Klostergarten hier, ne? Kurzer Rundweg. Da ist eine Kapelle. Da rein da. Da hat man, wenn es plötzlich so steht. Alter, ich hab mich voll einen Schreck. Ich dachte, wie psychopathisch das denn, dass jetzt jemand steht und noch den Wachter anbetet. Nein, Spaß. Noch mehr hätte ich mich erschrocken, wenn er auf einmal angefangen hat, der zu reden. Die anderen kann auch noch mal ein bisschen. Genau, kannst du da Bilder filmen? Genau, mach ich noch. Ich habe mir mal die Stöcke noch mal hingemacht. Mach das, da kann ich auch mit an. Nimm mal den Boden einer. Das ist Judenstern. Das ist Judenstern. Das ist ein Judenstern. Die heilige Bernadette. Was war denn die Bernadette? Ich weiß nicht, was könnte das Gott sein? Wir sind die Kunden, warum die Tore? Oi! Halt! Anne! Wo ist denn? Das hat hier gerade so gebrummt, so gequackt. Oh! Hast du dir entgegengesprungen? Ja, das war oh, kommst du da nicht hoch? Ja. Was Kurzes machen? Ja. Und dann weitergehen? Ja. In der kleinen Kapelle, wo wir unsere erste Session starten wollten, haben wir uns dazu entschlossen, nur unser EVP zu benutzen. Ja, was soll ich noch sagen? Wir hatten nicht das Gefühl, alleine zu sein. Bekommt ihr oft Besuch hier? Weil ich glaube, ich das Pfeifen. Ist jemand da, der mit uns reden möchte? Ich habe keine Fragen, nein, ehrlich gesagt. Bekommt ihr oft nächtlichen Besuch? Ich würde mal hier eine Kerze anmachen. Wäre das in Ordnung für euch? Wir machen für euch hier eine Kerze an. Stell die mal hier hin.
hinten auf dem kleinen Altar beim Jesus brennt ja auch schon eine schöne Kerze. Werden die Blumen, die ihr hier zu stehen habt, regelmäßig gewechselt? Bekommt ihr immer andere Blumen hingestellt? Sieht ja aus wie künstlich, ne? Mhm. Mögt ihr hier Besuch haben? Das bin ich, glaube ich. Das war immer. Also. Wie heißt ihr denn? Könnt ihr uns einen Namen verraten? Warst du das? Das war ich diesmal nicht. Das ist ein Flugzeug. Nee, das ist der. Dann für ihr. War ich? Wie alt seid ihr? Kerstin? Achso, wir hatten mal die Kamera auf mich gerichtet, oder? Hm. Ich habe euch die ganze Zeit weiter drauf. Wegen dem EVP. Achso, gut, okay. Vielleicht sollten wir noch sagen, wir haben hier auf der Bank ein Diktiergerät hingelegt. Da könnt ihr uns gerne etwas reinsprechen. Das würden wir zwar nicht jetzt hören und auch nicht morgen, sondern wenn wir es auswerten. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns was raufsprechen würdet. Ein paar nette Worte. Ich habe auch gerade was von hinter uns gehört. Seit wann bist du hier? Warst du oder seid ihr gerne hier? Oder wart ihr gerne hier? Kann sein, dass deine Lampe ein bisschen flackert? Okay. Aber hier schwirrt auch ganz selten ein kleines Insekt. Ja, ich glaube, das fliegt immer davor. Das wackelt ein bisschen. Okay. Hast du damals mitgeholfen? Oder kamst du schon? Oder kamst du, als die Anlage schon fertig war? Und du hast dir die Gartenarbeit mitgemacht oder die Häuser gepflegt und darauf geachtet, dass dir nichts passiert. Bist du zufrieden mit dem, was hier passiert ist? Und wie das angenommen wird? Was war? Optik. Einfach Optik. Okay, hast du was gesehen oder was? Nee, was gehört. Gehört, aber es kann auch von den Bäumen sein. Okay. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Was hast du gehört? Wie hat sich das angehört? Komisch. Schnacken. Okay, verstehe. Sind wir hier vielleicht falsch? Müssen wir vielleicht weiter, um mit dir zu kommunizieren? Wenn ja, kannst du ein eindeutiges Zeichen bitte machen? Du kannst doch die Kerze ausmachen. Habe ich mir auch gerade gedacht. Kannst du mal die Kerze, das Kerzenlicht flackern lassen? Lass die Kerze mal einmal flackern. Am besten das Teelicht hier vorne, was ich gerade für euch angemacht habe. Bis hinten geht nichts, LED. Oh. Ja. Geht das nicht? Nee. Mehr? Nee. Mhm. Nee? Okay. Soll ich die gleiche Lampe wie die? Nein. Okay. Das war ich. Wir würden uns dann jetzt erstmal hier verabschieden, ihr Lieben.
Und ihr steht von der anderen Seite, ja. Ihr seht jetzt den hier von der anderen Seite, ja? Schlimmer ist in der Mitte. Das war die Antonius-Kapelle. Denke ich. Warte, stopp. Komm, komm, mein Hündchen. Wir müssen jetzt da gerade ausgehen. Grotte, Kapelle, 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 Kapelle. Oh, meine Fresse, wie wunderschön. Als Kleine möchte ich eine PU machen. Angekommen am Erlösergarten bauten wir auf und wir hörten schon so ein paar Stimmen, konnten die aber nicht zuordnen. Als es dann losging, habe ich eine Situation erlebt, die ich so gar nicht richtig beschreiben kann. Ich war mir sehr sicher, dass diese Situation nicht paranormal war. Aber was soll ich sagen? Der Schein trügt. So, wie viel Licht, ja? Okay. EVP liegt wo? Da. Da oben. So, ich mach mal hier ein paar Bilder. Das ist im F, soll ich nochmal abnehmen? Du kannst dich gerne zeigen auf dem Bild. Ich probiere euch nicht so doll anzuleuchten. Linda hat ein Gerät in der Hand, das heißt K2 Meter. Wenn du ganz dicht dran gehst, kommen da andere Farben. Jetzt ist, ich hab nicht viel nachgesehen. Jetzt wird bei Linda Grün angezeigt. Kannst du es gleich mal auf Orange oder Gelb ausschlagen lassen? Ganz eindeutig. Das heißt nicht. Nadine hat jetzt das EMF in der Hand. Das ist so ähnlich wie das K2 Meter. Wenn du also dicht dran gehst, dann fängt es an zu piepen. Kannst du das vielleicht mal machen? Das ist gerade nein. Oder hm. Ich habe nichts gesagt. Also mein Bauch, ich habe gerade geredet. Auch nicht. Nee, du hast wenn gefragt, es nicht dein Bauch war, dann habe ich es gehört. Das war nicht mein Bauch, es kam von da. So. Hast du auch gehört, ja? Ich habe was gehört und ich dachte, das ist dein Bauch. Bist du hier in der Nähe? Du kannst gerne rankommen, wenn du möchtest. Wir tun dir nichts. Wir wollen uns nur ein bisschen mit euch unterhalten. Hat es gerade gepiept? Nee. Also ich hab's nicht gehört. Ich hab gerade. Kann auch Kerstin ins Kamera gelesen. Ich glaube, die hat gerade keinen Ton gemacht, ne? So, jetzt nochmal. Kommst du ein bisschen zu uns ran? Ein Stückchen? Die tun ja wirklich nichts.
Kannst du uns deinen Namen verraten? Kannst du uns deinen Namen verraten? Kannst du uns deinen Namen verraten? Nimm das Rauschen des Wassers. Du kannst das in Worte umwandeln auf den Geräten. Da werden wir uns sehr freuen. Das müsste euch eigentlich leichter fallen, als aus dem Nichts Wörter zu formen. Ich bin der Meinung, ich habe gerade wieder Männerbrummen oder sowas gehört. Männerstimme und sowas. Tiefes. Ich habe immer gefühlt, da ist was. Weil, wo die Stufen hochgehen, auf der Zwischenebene, ich kann dir jetzt nicht hinzeigen. Mach mal kurz, leuchte mal, achso. Hier so ungefähr. Soll ich da die Bewegungsmelder mal hinpacken? Das wäre eine keine Idee. Schlechte Idee, ja. Dann müsstest du mal kurz mit aufstehen. Zeig dich mal auf meiner Kamera. Guck mal, ich habe hier eine geile Kamera. Es ist so dunkel tatsächlich. Das tut ja auch nicht so. Kannst du vielleicht das K2-Meter jetzt einmal ausschlagen lassen? Wir wollen dir wirklich nichts Böses. Wir wollen nur mit dir Kontakt aufnehmen. Vielleicht kannst du uns was erzählen von dir. Darüber würden wir uns riesig freuen. Zum Beispiel deinen Namen. Wie alt du bist. Hast du gerade gepfiffen? Komm mal mit zurück. Das ist neben mir. Mich. Bist du gerade neugierig, was wir hier machen? Hast du gerade... Du warst es mit dem... Ja. Okay. Okay, ich glaube... Vielleicht war das gut. Kannst du vielleicht einen Namen von uns sagen? Wir haben uns ja schon vorgestellt. Kannst du gleich einen Namen von uns vier sagen? Entschuldigung. Nee, alles gut. Ich mach das nur mal kurz, um so selber gucken zu können. Kannst du trotzdem weiter für? Ich bin der Meinung, es blendet von deinem. Das war nichts Übernatürliches. Das habe ich gesehen. Das war bloß Fett. Sei doch mal so lieb und lass mal die Geräte ausschlagen, die auf dem Boden liegen. Wenn du dich nicht zu uns traust, dann geh mal danach. Da ist jemand. Was? Was war das? Alter, was war das? Was? Das denn? Sah aus, als würde hier jemand langlaufen. Ach krass. Jetzt mal ohne Witz. Ja, glaube ich dir. Glaubst du denn, ne? Oh, das sah aus wie ein Riesenohr. Du kannst doch nicht jedes Mal so aufsprechen. Meint ihr, aber wenn du mit dem Rücken zusitzt? Da. Hier lang. Gerade eben. Nicht die Kamera? Nein. Gib mir bitte die Kamera. Bist du hier gerade lang gelaufen?
Ja, das ist toll. Wir freuen uns. Wir sind nur gerade ein bisschen aufgeregt und voller Freude. Das knurren wir ich. Also ich glaube, du bist gerade an unserem Diktiergerät vorbeigelaufen und wolltest Richtung Brunnen. Haben wir dich beim Trinken gestört? Beim Trinken? Naja, wissen wir noch nicht. Also es ist von da jetzt hier lang, oder ja, was? Ja, ich hab's hier gesehen. Ich hab's hier vorne, ich hab's hier lang laufen gesehen. Und das ich, war nicht die Kamera jetzt nein, hier, nicht? Nein, definitiv nicht. Ja, so? Das ist ja nicht an. Ich nee, hab, die Lampe hier so. Nee. Okay. Ich weiß nicht, wo ihr gerade alle hingeleuchtet habt. Da war nicht viel Licht. Hm? Da war eigentlich gar kein Licht. Und es sah aus, ich weiß, wir mögen das Wort nicht, das sah aus wie so ein Orb. Als wäre es ein Kopf. Ich dachte, hier läuft gerade ein Mensch einfach vorbei und steht hier. Genau an der Säule. Und natürlich hat keine Kamera drauf gehalten. Nee, das ist das Problem, ne? Aber ich dachte wirklich, ohne Witz, ich dachte, hier kommt jemand runter und wir kriegen ihn nicht mit und der steht hier. Ey, das K2 Mittag gerade ausgeschlagen, Leute. Das K2? Ja. Okay, wir bauen noch eine Kamera auf. Genau, wir grüßen. Danke, dass du dich gezeigt hast. Entschuldigung, dass wir gerade so aufgesprungen sind. Haben wir jetzt nicht mit gerechnet, dass du dich so gut zeigen kannst. Erzähl mir welche. Hm? Erzähl mir welche. Deshalb habe ich mich gerade umgedreht. Ja. Dreht. Ja. Dreht. Ja. Alter, was war das? Das war ein Brummen. Sind du leuchte mir mal bitte nicht. Entschuldigung, ich wollte die Taschen abholen. Da sind welche, oder? Hallo? Ja, ich bin nicht dran gewohnt, dass ich eingeschränkt bin. Was war das? Das will ich zum Aufpassen. Das hört sich anders an, als jemand erzählt hat. Erst erzählen und danach ein Knurren drum. Das kann aber nicht mehr Männerstimmen. Vorhin hatte ich eine Frauenstimme gehört. Ich habe immer Männerstimme gehört. Ich komme immer noch auf das Ding da gerade nicht klar. Das habe ich noch nie gesehen. Jetzt mal ohne Witz. Können wir kurz gucken? Können wir mal gucken gehen? Ja. Wie wollen wir denn jetzt gucken gehen? Ja, ich habe mich abgestützt. Okay. Gib mir noch eine Tasche. Hast du noch eine Tasche? Wie war uns? Wie war uns noch nicht? Was war das? Guckt, ob die Tür aufgeht. Das war ich. Nein, das würdest du doch auch sehen. Das ist ja ganz klein. Das ist hier eine riesige Kapelle, aber entweder habe ich mich zu flach angestellt oder ich ziehe die Schwerer nicht aus. Hört es sich ja aber an, als wenn er die Stimme von da oben rumkommt oder von da, ne? Ich habe gerade wieder dieses Knurren gehört. Ich habe es mir nicht gehört.
Sieht man das? Ja. Geht man weg? Ja, das sieht man. Ja, sieht man. In die Richtung ist der Friedhof, wo die Kerzen liegen. Und okay. So. Nur mal so. Habe ich gerade gesehen, wo ich hier raus bin. Nachdem wir erstmal wieder ruhig angefangen hatten an dem Ort, den wir erstmal auf uns wirken lassen mussten, haben wir uns dann für die Spirit Box entschieden. Und zwar wieder mit den Kopfhörern, so dass nur Steffi das hören konnte, was aus der Spirit Box rauskam und sie so unser Sprachrohr wurde. Wir stellten fleißig Fragen und ja, ich persönlich hatte das Gefühl, als wollte man uns nicht sagen, mit wem wir da Kontakt aufgenommen haben. Kerstin? Sag mir bitte deinen Namen. Wie ich heiße, weiß ich. Hi. Hallo. Kannst du mit mir reden? Wenn du dich nicht zu uns traust, dann geh mal danach. Da ist jemand. Was? Ja, so ein Rufen, aber nicht so weit weg, aber hört sich so für ihn, ne? Ja. Okay, danke. Also wenn da jemand laufen würde, würde ich den Bewegungsmelder sehen und dann würde ich auch schon was sagen. Mhm. Okay, weiter. Tu mir doch bitte einen Gefallen. Warte kurz. Also, machst du die Augen ein bisschen zu oder lässt du die jetzt? Ich glaube auch, weil das, was du machst, ist, du kannst, könntest theoretisch, wenn du mich anguckst, meine Lippen lesen. Das wäre doof. Ich warte, ich kann meine Kapuze. Nee, warte, ich hab doch was bei. Nee, so reicht doch schon, oder? Ja, das reicht nicht. Und dann gucke ich nach unten. Oh Gott, ist das ein krasser Holz hier? Scheiße, ich hab was vergessen. So. Kannst du mir sagen, wie du heißt? Geht. Warum möchtest Kerstin? Du, warum möchtest du, dass wir gehen? Warum sollen Kerstin? Wir gehen? Kerstin? Hm? Hi. Hi. Kannst du mir bitte sagen, wie du heißt? Grüße. Ich grüße dich. Satan? Okay. Was ist mit Satan? Tod. Ist der Tod hier? Die zwei. Ist ihr Leben untot? Immer. Wer möchte, dass wir gehen? Geht? Wer möchte, dass wir gehen? Dilemma? Geht? Kann ich auch? Was kannst du auch? Hallo. Hallo. Wie geht's dir? Wie ist dein Name? Hallo? Die Hallo. Zwei? Kannst du mir bitte deinen Namen sagen? Ich bin Linda.
würde mich freuen, wenn du mir jetzt sagst, wie du heißt, damit ich weiß, mit wem ich rede. Geht. Wohin werden wir gehen? Niemand. Was für eine Kamera. Warum sagt ihr mal meinen Namen? Was wollt ihr von mir? Geht. Wer sagt immer meinen Namen? Sag mir deinen Namen. Ich brauch Licht. Kannst du jetzt mit mir nicht mehr reden? Das bin ich. Wie ist dein Name? Ich frag nochmal. Ich hätte gerne. Hallo, ich hätte gerne einen Namen. Ich würde gerne wissen, mit wem ich hier rede. Kirsti? Ende? Das war doch die Straße? Das hat sich gespiegelt. In der Kapelle, ja? Ja. Aber der hat doch gar nicht. Das spiegelt sich aber von der Laterne. Das ist nicht davon dank. Okay, gut, das ist mir freundlich aufgefallen. Okay, gut. Bin ich. Pat. Glaube ich. Jemand? Wie heißt du? Warum sagst du immer meinen Namen? Rick. Bist du Rick? Ist dein Name Rick? Seit wann bist du hier, Rick? Kirsti? Hallo, schön, dass du da bist. Wie ist dein Name? Komm mit dir nicht anfangen. Beautiful? Wie bitte? Hallo? Wie ist dein Name? Warum sagst du immer meinen Namen? Hi. Warum? Seid ihr die, die hier die Geräusche machen und sich zeigen? Ohr? Sich zeigen? Ohr? Sich zeigen? Ohr? Sich zeigen? Ohr? Ohr? Ich hab was auf der Kamera. Ja? Ich hab was auf der Kamera gerade gesehen. Wieder hier am Brunnen. Okay. Anwesend? Hast du dich gerade am Brunnen gezeigt? Oben? Guten Tag. Hast du dich vorhin in der Linda gezeigt? Ich würde. Leben? Kann ich? Hi. Vibriert der Boden? Mhm. Ich hab das Ganze wie in Berlin, wenn die U-Bahn unter einfährt. Ich mach echt. Lust hier ist, dass du direkt in ein Kreis setzt. Zeichen setzt. Mhm. Und ich weiß nicht, was das ist. Das hat von was ein jüdischer Stern gewesen. Sie sitzt einfach mittendrin. Ja. Voilà. Ja, voilà. Okay. Also ich, was Böses, glaube ich, ist es hier nicht. Verurteilt. Zeichnung meine ich. Hat da gerade einer gehustet? Der läuft da mal. Da, oder? Mhm. Soll ich jetzt weitermachen? Ja. Also, ich sitze da schon nicht vor Anspannung. Ich war aufgeregt.
fühle mich komischerweise total entspannt. Wie lange gehst du nach dem Schreck? Also nach dem doch Schreck. Danach war krass, jetzt geht's gerade wieder. Jetzt mal runter. Verstehe. Bloß die Geräusche hier so machen eigentlich was. Vielleicht kommt man runter oder kommt man runter? Dann kommt man runter. Okay. Du sagst, komm mal runter. Ich bin? Komm mal runter. Rechts. Okay. Das war ich. Das hatte sich an, als wenn da Schritte herkommen. Ich weiß auch nicht warum, aber ich glaube, der Fokus liegt auf diesem Wunder. Gib mir dein Herz. Ich wollte gerade gehört, so Schritte. Weiß ich nicht, aber ich habe das Gefühl, alles kommt von da. Das weißt du. Ich warte. Auf wen wartest du? Hast du gerade ein Zeichen gegeben? Nee. Achso. Ein bisschen leiser. Achso. Auf wen wartest du? Die Figur steht da oben. Na, Jesus. Das war ich. Auf geht's. Im Wald. Sollen wir weitergehen? Auf dem Kiez. Sollen wir hier weg? Ein. Sollen wir weitergehen? Geht. Sollen wir hier bleiben? Immer. Das geht nicht. Sieht immer aus, als würde es hier schneien oder regnen. Hallo? Hallo? Ich brauche... Ist da oben ein Gebäude? Ja, hier. Waren wir da schon? Glaube ich nicht, nein. Es hört sich jetzt vielleicht richtig kacke an, aber ich verspüre gerade massiv den Drang, gehen zu müssen. Ich bin das ganz... Das ist interessant, dass es von dir kommt. Ich habe, ich verspüre, ich würde am liebsten jetzt sofort... Ich kenne das. Sofort gehen und raus hier. Ich weiß nicht, warum. Ich kenne das, dieses Gefühl. Das habe ich gerade nicht, aber... Warte. Auf was sollen wir warten? Ich. Machst du Nadine Angst? Willst du uns ein? Pika? Willst du uns ein Angst machen? Steffi? Hast du was gegen uns? Haben wir dir was getan? Kita? Kannst du nicht gehen? Hängst du hier fest? Hallo? Hallo. Hängst du hier fest? Hast du gerade rübergeschwenkt? Ja. So. Ich seid alles so angespannt. Ich glaube auch. Eine Augenbinde ist definitiv besser. Sonst, du kriegst dir alles mit. Das ist sonst abgelenkt. Aber ich würde sagen, dass wir jetzt weiter da oben lang laufen. Ja. So, wir gehen weiter. Dieser Ort war so beeindruckend. Dieses ständige Gefühl, dass sich Leute unterhalten und das Gefühl, dass man nicht alleine ist, war wirklich beeindruckend. Denn die Situation mit Linda, die tatsächlich so klar und deutlich was gesehen hat, macht diesen Ort einzigartig. Wir werden viel mitnehmen, wir werden noch lange drüber nachdenken, über dieses Erlebnis und ja, ob wir wiederkommen, ich denke mal schon.